Zwar können wir hier nochmal schön ein paar Heiltränke verteilen. Nehmen wir einfach mal, weil wir es können. 3, 3. Okay, raus damit. Verteidigung 3. Verteidigung 3 meine ich. Ja, haben wir doch auch an, das ist. 14 bis 17, 18 bis 22. Aber das Ding ist, das könnten wir ja mal ihn hier geben. Und ihr auch. Mal zu gucken, ob sie das nehmen kann. Nee, sie kann es nicht. Er kann es auch nicht. Ja, ist aber. Wie viel braucht er dafür? 12 Stärke. Das hat er fast. Aber er hat 10 bis. Doch, das ist eine bessere Waffe. Ding ist, das können wir hier also alles, um Platz zu sparen, rausschmeißen. Nee, den wollte ich gerne noch behalten für ihn. Warte mal, das gebe ich ihm mal. Mal gucken, ob er das benutzen kann. Das hier habe ich schon. Dann sortieren wir mal. Kann er. Alles klar, gut. Ist ja gleich unser Zauberbuch schon voll. Gut. Nächsten Gegner. Und 42 Gold und ein Fetzen und 35 und 11 Gold und nein, das wollte ich nicht. Nein! So. Ein kleiner Gesundheitstrank. Oh, und ganz schön viele kleine Spinnen, das ist nicht schön. Hä? Ach, da lebt noch einer. Die sieht man voll gar nicht. Wow. Oh, ein Hebel. Super schön inszeniert hier. Kleiner Gesundheitstrank, wichtig. Okay, ah, da kommen noch diese kleinen Viecher. Was kommen von denen noch nach? Ach, die kommen da alle noch. Achso. Hallo? Reicht doch langsam. Also, wie kommen denn davon noch? Ja. Oh, ist ja nicht so, als wäre das irgendwie so, als würden hier unendlich kommen. Das sollte eigentlich nicht der Fall sein. Na komm, greif sie an. Ihr könnt ja automatisch angreifen. Warum tut ihr das nicht? Oh. Jetzt kommen die da raus, okay.
Alles klar, also die Lederstiefel, die brauchen wir nicht unbedingt. Da ist doch noch einer gekommen, oder? Hat sich so angehört. Ja, dann nutzen wir den Hebel wieder. Oh, eine Party! Nein! Ja, der Gesundheitstrank. Irgendwer holt ihn mal bitte. Ja, der Gesundheitstrank. Benutzter Stab. Interessant. Das ist Gold, hallo, mitnehmen, wichtig. Oh, nochmal ab dem Stab. Wow, wie besonders der ist. Handschuhe des aus gehärtetem Leder. Interessant, das nehmen wir mal mit. Oh. Hallo, sag mal, irgendwann ist mal Ende hier. Sollen wir nicht mal wieder nachspawnen? Nachspawnen, das ist ja unglaublich. Streitkolben, das ist doch super. Perfekt. Wo wollen wir es haben? Okay. Da können wir scheinbar nicht lang, aber hier, da können wir lang. Achso. Abgenutzter Stab mal wieder, davon haben wir schon einen. Davon brauchen wir nicht mehr. Oh, Funke. Sehr interessant. So, boom. Okay, hier geht glaube ich nicht lang, oder? Danach aus. Nee. Hä? Hallo? Warte mal. Quiew. Quiew. Wieder ein abgenutzter Stab. Wow. Also unglaublich. Der abgenutzte Stäbe. Und was haben wir hier? Einen besonderen Raum. Das hier ist nämlich ein Fahrstuhl. So, benutzen wir ihn mal. Ein Aufzug, sagen wir hier. Und mega, mega epische Kameraschwenkung um den Fahrstuhl herum. Wow, unglaublich. Die habe ich übrigens selber gemacht. Nicht, dass ihr denkt, das Spiel macht das. Diese mega epische Kameraschwenkung. Auf Doom!
Hä? Hallo? Angreifen. Oh, da sind noch welche. So, wo geht's denn hier alles lang? Es geht eigentlich nur hier hinten lang. Die nötigste Tür. Oh, nochmal Funke. Interessant. Brauchen wir nicht. Der Totenkopf nervt mich ein bisschen, also der Schiele. So. Nächste Tür, Berm. Oh nein, Gegner! Mann, das Tekken spielt Elder Scrolls von Skyrim. Müsste ich ja vielleicht auch nochmal was von machen, aber dann, ja, muss man mal gucken. Ja, vielleicht mache ich davon ja nochmal was. Wollte damit ja schon mal vor längerer Zeit was machen. Immer noch nicht getan habe, aber naja, mal gucken. Oh, ist das diese große Halle? Eine mega große Halle. Wo man den Ausgang nicht findet. Nee, das ist sie noch nicht zum Glück. Kommt irgendwie noch. Da gibt nämlich hier noch eine mega große Halle, wo man den Ausgang nämlich nicht findet. Da muss man nämlich immer gucken, ob man richtig ist auf der richtigen Seite, weil sonst findet man den Ausgang nämlich nicht. Das kann richtig nervig sein. Ah, da haben wir noch. Okay, da sind noch die ganzen Skelette. Sieht eigentlich das Gold da weg, hier. Nichts. So, Gold. Gesundheitstrank. Mana. Gold, Gesundheitstrank, Mana, Schutzhaube haben wir schon. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Ching, ching. Nichts. Ein Kurzbogen. Nee, ein Kampfbogen. So, jetzt kommen wir aber, glaube ich, in die Halle, oder? Diese riesige Halle. Ja, jupp, das ist sie. Da werde ich jetzt einfach mal irgendwie versuchen durchzurushen. Da werde ich jetzt nicht alle Gegner mitnehmen. Und alle Räume mitnehmen. Und dann werde ich eigentlich nur versuchen, irgendwie geradeaus zu kommen. Weil man, wenn man nämlich gerade aufgeht, kommt man nämlich zum Ausgang. Oh, da haben wir Gold vergessen, sehe ich gerade. Das ist nicht so gut.
Ja. Auf Doom. Ich könnte auch eigentlich auf der Seite bleiben, dann weiß ich, in welche Richtung ich gehen muss zum Ausgang. Das ist natürlich auch gar nicht mal so schlecht. Oh. Wäre zumindest keine so schlechte Idee. Weil wir wollen ja auch mal ein bisschen Abwechslung, deswegen würde ich sagen, gehen wir auch mal ein bisschen Leinen in die Mitte. Belebung haben wir schon, weiß ich doch. Greif doch mal an. Das ist ein Gegner, Leute. Hey, ach du, die kommen aus diesem Dingern raus, so. Ich wundere schon, woher kommen die denn mit? Alter, wie viele kommen denn da noch? Bitte alle schnell. Hat er sich nicht. Hat sich eben eine Spinne reingebackt in den Haufen? So, wenn ich jetzt hier weiter geradeaus gehe, müsste ich zur Tür kommen. Genau, da ist er. Also wenn er es natürlich nicht weiß und nicht irgendwie schon mal gespielt hat, dann irrt man hier schon mal ein bisschen länger rum und krepiert an diesen nervigen Gegnern, die hier alle kommen.